Windhunde aller Rassen gaben sich im Erbacher Stadion bei den hessischen Landessiegerrennen einstellig ein. Neben den schlanken, feingliedrigen Rennhunden hatte sich aber auch so mancher Langhaardackel eingefunden, um mit Hundeverstand auf diesen oder jenen Renner zu setzen. Frauchen windet vor dem Start ihrem Stolz eine Decke mit der Startnummer um. Unter den fachmännischen Bemerkungen der zahlreichen Hundezuschauer, die zum Teil selbst auf ihr Rennen warten, geht es in die Startbox. Da liegt der sogenannte Hase im Gras. Ein simples Stück Fell, das vor dem laufenden Hunden hergezogen wird. Und schon geht die Klappe hoch und die Whippets laufen auf der 350 Meter Strecke um den Sieg. Der hat auf den falschen Hund gesetzt. Weniger als 30 Sekunden brauchte der Sieger im Whippet-Rennen. In den Pausen beschnupperten sich die Zuschauer ausgiebig. Du riechst aber gut, Archibald, meinte sie. Und schon waren die ersten zarten Bande geknüpft. Doch da gehen die Greyhounds an den Start. Jedes Bellen hat aufgehört. So stark ist die Spannung. Apoll von der Donauburg erlief sich mit 27,2 Sekunden den Tagesrekord über 350 Meter. Tja, da staunt der Laie. Auf 480 Meter war die Strecke für die afghanischen Windhunde bemessen. Atahualpa vom Blauen Turm, ein 4,5 Jahre alter Rüde von altem Adel, konnte den Titel des Landessiegers gewinnen. Zum Schluss kamen die Barsois, die russischen Windhunde. Bei diesem Rennen gab es Streit. Nicht darum, wer der Sieger war, sondern um den armen Hasen. Nach dem Rennen schließlich traf man eine Verabredung für den Abendspaziergang.